Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wirklich ganz spontan. Es ist Freitag, es ist 10.21 Uhr, in eineinhalb Stunden wollt ihr das Video sehen. Und ja, wir haben gewartet und das Warten hat sich gelohnt. Er ist gerade gekommen, unser neuer Vorführwagen, der AMG GTC Roadster mit 557 PS. Da ist er, die wunderschönen AMG Kreuzspeichenfelgen. Und ja, ich habe mir gedacht, wir schauen mal zusammen in das Auto, damit ihr mal seht, wie das so aussieht, wenn so ein Neuwagen frisch angeliefert wird, schön in Folie verpackt, schön mit Schonelementen und alles dabei. Deswegen kommt mit rein, wir werfen mal einen Blick rein. Ja, und jetzt so sieht das Ganze aus. Man kann jetzt hier sehen, das ist alles hier bestens verpackt. Auf der Fahrerseite, wo die Fahrer auch ein- und aussteigen, ist hier vorne diese Leiste komplett noch mit Plastik geschützt. Hier vorne haben wir alles mit Pappe ausgelegt. Auch unsere Performance-Sitze sind noch eingepackt. Da werfen wir jetzt mal einen Blick zusammen drauf, wie das Ganze aussieht. Ich packe die jetzt mal für euch aus. Und zwar kann man die hier vorne so aufreißen. Wir haben so Nähte an der Seite. Ich zieh die mal nur so ein bisschen runter. Wow. Bombensitze, oder? Richtig, richtig, richtig top Auto. Auch hier das Alcantara-Lenkrad mit so einem edlen Überzug. Da lassen wir alles erstmal fein drauf, packen wir gleich in Ruhe aus. Und ja, es ist ja kein normaler GTC, sondern es ist ein GTC Roadster bzw. Cabrio. Und deswegen haben wir ein Cabriolet-Dach. Schauen wir mal einmal. Und dieses Cabriolet-Dach ist natürlich auch komplett verpackt. Kann man jetzt sehen. Rotes Dach, die Designio Magno Grau, schwarze Kreuzspeichenfelgen, ja, rote Bremsanlage. Also hier bei dem Auto ist uns die Farbkombination wirklich bestens gelungen. Top Auto. Ja, er ist jetzt gerade da. Und das Beste, das zeige ich euch einmal schnell. Wir haben schon Kennzeichen, das Auto ist schon angemeldet, wir können eigentlich rein theoretisch sofort eine Runde drehen. Ja, das bewahren wir uns dann auf für den nächsten Videofreitag. Da vergleichen wir mal unseren normalen AMG GT Cabrio mit dem GTC Cabrio und dann zeigen wir euch mal die Unterschiede. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche Freitag, bis dahin, tschüss.